Hallo Leute, Matthias Hallo. Wieder hier aus dem wunderschönen Thailand. Ja, wir sind jetzt wieder in unserem Stammrestaurant, Stammkneipe bei unserer Nachbarin Panerai. Da ist noch nicht viel los, aber die Leute werden noch kommen. Wir sind gerade aus Surin zurück, wo wir an der Geburtstagsfeier von unserer Bekannten und die Freundin von meiner Frau waren. Es war sehr schön, sehr gutes Essen, einfach alles super. Ja, jetzt will ich ein bisschen bei Nacht dieses Restaurant mal zeigen. So. Das ist mein Hund jetzt. Der Namgün, der ist unauffällig gefolgt. Ich habe ihn gar nicht gesehen. Jetzt kann ich ihn nicht mehr nach Hause schicken. Namgün. Ja, das ist halt ein Hund. Ja, ich habe das Auto nach Hause gefahren, bin mit dem Saleng gekommen natürlich. Jo. Also das ist jetzt das Restaurant von außen. Wie heißt es? Van Lau, Surin, Bin, Pasch. Ja, komm so viel mal rein und jetzt gar nicht den richtigen Namen. Wir sagen halt immer, wir gehen zur Panerai. Ne? Also wie gesagt, sehr schön gemacht. Oben gibt es auch eine Terrasse, da ist auch ein sehr schöner Ausblick. Und so, das ist hier der Küchenbereich. Das ist die Panerai, die da beim Kochen ist. So, das ist meine Frau und eine Freundin von ihr. Der Mann von der Panerai. Ja, der hat alles hier so gemacht. Sehr schön gemacht, finde ich. Das viel Arbeit steckt dahinter. Ja, das war echt ein wunderschöner Tag heute. In der Früh mit den Kühen. Nachher der Geburtstagsfeier von unserer Freundin O. Und jetzt noch hier, da trinken wir noch ein kleines Chang, das wartet schon auf mich. Ein kühles Chang wollte ich sagen, nicht ein kleines, ist eher ein großes. So, die Mimi ist natürlich auch dabei. Ja, und ansonsten. Wie gesagt, ist noch etwas früh, aber die Gäste kommen noch zum Essen und Bierchen zu trinken. Ist eigentlich immer sehr gut besucht, das Restaurant. Und die hat ja auch Essen zu mitnehmen, das geht schon nachmittags los, also am Mittag praktisch. So. So, da ist noch mal ein Freund von ihrem Mann, der ist auch immer dabei. Bye bye. So, die eine Freundin verabschiedet sich jetzt. Hey, Namgün. Er läuft auf die Straße. Das sind ein paar Kilometer, die der zu Fuß gelaufen ist, ganz alleine. Er weiß inzwischen, wo er uns suchen soll. Er weiß, wo wir sind, wenn wir nachts rausgehen. Am Anfang ist er uns immer gleich gefolgt. Da haben wir immer zurückgeschickt. Jetzt lässt er mich alleine losfahren und dann kommt er ganz alleine nach. So, das ist halt das Problem mit den Hunden. Aber gut. Hier bei Panerai ist ja mit den Hunden kein Problem. Es sind viele, die den Hund mitbringen. Von daher, natürlich müsste er eigentlich an die Leine, falls noch andere Hunde da kommen, dass die nicht ja, streiten oder so. So Leute, immer wieder schön hier, echt. Also ein echt schönes Restaurant. Und das Essen sehr gut. Kann halt gut kochen und hat auch gute Zutaten.
Die Auswahl ist halt nicht so groß, klar, aber man kann auch vorbestellen und in der Regel klappt das immer. Und das Essen ist sehr gut und preisgünstig sowieso hier in Misan. So Leute, da werde ich mal mein Bierchen trinken und ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Und bis zum nächsten Mal, euer Matthias aus dem wunderschönen Thailand und tschüss.